Seite, dort noch eine sehr ereignisreiche nach wie es bis jetzt noch spürbar war, dass es ein Update, Abonummern und Abo-Service ist immer noch nicht erreicht worden. Es kommt die Nummer ist ungültig, also die Leute, die reklamieren, dass sie mit der Zeit nicht bekommen haben, die brennen dort an und die werden jetzt quasi umgeleitet auf den Verlag. Der Verlag ist quasi zum Callcenter geworden, wo mit den Leuten, mit unseren Abonnenten redet, wo keine Zeitung bekommt, auch der Empfang, der gibt da an der Telefonzentrale, die nimmt ein Telefon nach dem anderen ab und so. Wir versuchen auch jetzt mit den Leuten zu kommunizieren, auch jetzt in der nächsten Geschichte online, wo das Thema nochmal aufgreift, wo die verzählte Geschichte auf der Losungsgabe von letzter Nacht und es wird dann wohl im Trinkthema sein. Da müssen wir nachher mal. Ich würde vorschlagen, zuerst die Themen und dann mal auf und mal ins Handy. Genau, in den USA kommt es heute zu dem Showdown im Shutdown und wir haben den Wirtschaftshistoriker Barry Eichenblieb, der sagt, er rechnet damit, dass es gut. Gibt es sonst noch Fragen zum Online-Thema? Dann zum Print. Zuerst noch die Frage, ich habe es alles geklärt, so, was für den Text noch wissen. Haben alle Ressourcen genug Platz oder Trinkplatz? Ist das in der Ordnung? Ist das okay? Ausland Inland, machen wir jetzt Ausland drei Seiten. Das sind so. Gut, ihr habt noch Zensur ist frei. Und die Wirtschaft hat zwei Hauptsichten. Jetzt ist mal unterwegs, wo wir frühspaltige Möchen. Wüsste ich jetzt nicht. Dann würde ich sagen, machen wir noch zuerst Plakritik, weil wir ja da live und er sind und gehen nachher schnell über die Themen, die grossen Themen von der nächsten Tag. Ja, vielleicht, also das Forum das ist ja auch ein bisschen besonderes Blatt, weil es ein besonderes Blatt ist, denn so sollte es ja nicht aussehen. Es ist jetzt sozusagen auf die Hilfe geschrumpft und in den Prozess der
die heute Nacht dann stattgefunden hat, nachdem das System dann um 1.26 Uhr tatsächlich irgendwann mal wieder hochgefahren werden konnte, haben natürlich manche Dinge nicht so stattfinden können, wie sie sonst hätten stattfinden können, weil einfach keine Zeit war. Das war dann schon wirklich sehr hektisch. Und insofern würde ich versuchen, ein bisschen zu strafen heute, weil das sonst, glaube ich, keinen Sinn hat, aber vor allen Dingen auch bitte den Hinweis zur Kenntnis nehmen, manches, das sage ich dann vielleicht dazu, ist natürlich auch der Situation geschuldet. Ne? Und dass die Zeitung eben heute dünner ist, sowieso. Ich fange mal an mit dem Aufmacherbild. Da haben wir gestern lange darüber diskutiert, weil die Tatsache, dass das Thema eigentlich nicht so ganz leicht zu greifen ist, war dann auch ein bisschen schwierig. Wir hatten dann zwischendurch auch noch die Überlegung, was eigentlich der Darmflora sein könnte, wenn man die vorne drauf hätte, und haben gemeinsam festgestellt, so schön ist es nicht. Braucht man vielleicht nicht, gleich auf der Titelseite. Ich finde, das klingt jetzt sehr schön. Also das ist auch nochmal das Zentrum des Bildes ist auch nochmal sehr schön rausgearbeitet worden, und das habe ich durchaus als Eyecatcher empfunden. Bei den drei oberen Themen ist es ein bisschen schwierig, denn bei den Dickmachern haben wir gesagt, auch die Darmflora ist wichtig, darum geht es eigentlich nur in dem Text, deshalb ist das ein bisschen irreführend vielleicht. Und bei der Serie zu den Ersatzmenschen sprechen wir davon, dass die fasziniert mit menschenähnlichen Robotern, aber die Kritik ist dann eigentlich nicht so fasziniert, also der Kritiker war nicht so fasziniert, wie wir es hier vermitteln. Und dann, ich finde es schön, dass wir dann den Topf 1 obendrauf haben mit einem kleinen Bild auch. Ich glaube, das ist einfach catchy und das mögen die Menschen. Beim Stück EU bleibt hart beim Mautzugang, das habe ich heute Nacht um 2:30 oder wann es war, schon gedacht, als ich es nochmal vorhin gelesen habe. Irgendwie ist es relativ unübersichtlich, wer jetzt wo hart ist oder doch flexibel und welche Unsicherheiten bestehen. Also da, man muss sich da mit Mühe reindenken. Und ich habe es eben nochmal gelesen, das war auch heute Morgen immer noch der Fall und lag nicht nur an der Müdigkeit, dass mir das etwas schwerfällt zu verstehen, was ist jetzt eigentlich der Punkt. Das hätte man, glaube ich, ein bisschen zuspitzen können. Und dann haben wir die Grünen unten rechts, die in Deutschland jetzt nicht in die Koalition mit der CDU wollen. Das ist schon aktuell, findet sich auch nochmal wieder. Einfach nur mal als weiter Denkdreh, das ist ja schon so ein bisschen gehandelt worden in Deutschland in der Diskussion als neues politisches Modell. Ja? Also Konservative mit der Ökopartei ist vielleicht mal was man nochmal anders anschauen könnte. Auch ist sozusagen mit diesem Entscheid jetzt eigentlich was tot, was als von vielen, auch von vielen jungen Unionsabgeordneten und Vertretern schon als eine Zukunftsperspektive gesehen ist. Das ist, muss man nicht jetzt Rolle machen, aber ist mir so im Blick geblieben, das könnte vielleicht ein Punkt sein. Dann habe ich noch überlegt, gestern Nachmittag gab es die Yahoo-Zahlen, die neu mit 7% Einbruch. Könnte man vielleicht auch nochmal überlegen, ob man über Marissa Myers mal was macht. Die ist im Moment ja insgesamt vor allem in den USA extrem in der Kritik, weil sie sehr auf ihre Imagepflege ausgerichtet ist und angeblich nicht performt. Das ist möglicherweise ein Vorurteil. Mich würde es interessieren, da wirklich hinzuschauen, ob das eigentlich so ist oder ob das nicht so ist. Dann haben wir den Schwerpunkt mit den Frauenhäusern, den ich auf der Seite 3 schön ausgestaltet finde. Ist jetzt kein Wohlfühltext, ist aber auch kein Wohlfühlthema, deshalb ist es schon richtig. Und wie der Text sagt, keine scharfe Lobby für Frauen und Frauenhäuser an vielen Stellen. Deshalb finde ich es persönlich gut, sowas auch, gerade wenn wieder da Kürzungen anstehen, zu machen. Und ich fand da auch ein paar Aspekte drin, muss ich sagen, die mich überrascht haben. Zum Beispiel, dass an bestimmten Tagen da offenbar ein Boom, ein Mann auf die Frauenhäuser ist und dass das möglicherweise tatsächlich mit bestimmten Jahreszeiten, mit Vollmond und so zusammenhängt, hab ich eine wahnsinnig interessante Überlegung, habe ich noch nie darüber nachgedacht und hat mich überrascht. Und das finde ich immer schön, wenn ich ein Stück auch überraschen kann. Ich finde, es ist auch das Kommentarthema, was ich gestern angeschnitten habe. Es war ja auch nicht ganz leicht zu überlegen, was wir da machen können, aber finde ich richtig. Ich habe wahnsinnig gelacht, auch das heute Nacht schon auf Seite 4 über die Überschrift. Gabriel gewinnt an Gewicht. Ich hatte kurz andere Assoziationen, als wir sie im Stück dann angedeutet finden. Aber irgendwie hat es was. Also da muss ich schmunzeln. Und da komme ich auch zum ersten Punkt, wo ich sage, ob der Situation, die wir in dieser Technik-Breakdowns hatten, finde ich es wirklich erstaunlich, wie viele Wettenweise es ins Blatt geschafft haben. Also ich habe gedacht, das geht irgendwie unter, finde ich das gut, dass das doch geklappt hat. Also hier Seite 4, Seite 5 geht noch ein paar mehr im weiteren Verlauf.
Auf Seite 4 finde ich die Knackpunkte der Sondierungsgespräche ziemlich hilfreich, das nochmal zusammenzufassen. Habe ich gut gefunden. Finde auch super, dass es dann dieses Spendenthema da noch gibt, denn das ist ja nicht ganz wichtig, mal zu sehen, wie zeitliche Zusammenhänge, die natürlich vollkommen zufällig sind, wie die betroffene Partei es darstellt, dann plötzlich zum Tragen kommen. Washington musste man, glaube ich, machen, war jetzt kein großer neuer Dreh. Wir haben heute Morgen kurz irgendwie darüber gesprochen, dass es ja vielleicht, dass es wichtig ist, auch einen Blick zu behalten, dass sozusagen nicht die Welt untergeht. Ja, selbst wenn die sich jetzt nicht einigen, der Artikel sagt, viel Zeit bleibt nicht, heute Mitternacht geht den USA gemäß dem Finanzgeld aus. Das stimmt natürlich formell, aber da muss man vielleicht immer darauf achten, was man da für eine Einschätzung dann mitbildet, dass dann jetzt sozusagen nicht plötzlich irgendwie sofort eine spürbare Konsequenz ist, dass dann mir richtig, weil ich keine Panik mache. Das stimmt von mir. Und Gazprom finde ich an dem Aufhänger Kapitalsuche in der Schweiz wichtig und gut, dass es drin ist. Das absolut aufzufassen und das zu haben, finde ich als eine pluralistische Herangehensweise an bestimmte Themen. Ich würde das zwischendurch mal machen. Ich finde, wenn wir einen Text über Graffiti-Künstler machen, wir schreiben Graffiti drei verschiedenen Schreibweisen, darunter auch die richtige, dann ist das schon wieder anzufangen. Also, ich weiß nicht, worauf das zurückzuführen ist. Auch die 680 Meter lange Betonmauer nicht so erinnert. Zurückzuführen, dass das die Unmittelten, was finde ich, was ich dort geschafft habe und für mich die Betonmauer mit Autonomie gebiert. Und das ist dann so in das Land. Und das ist die Unmittelten, was ich weiß nicht, wie das genau passiert ist. Aber es wird sich. Es passiert einfach, wir haben viele Seiten wirklich noch zwei oder dreimal im Schnelldurch auch lesen können und Dinge entdeckt und manche eben nicht. Da war die Entscheidung einfach, kommt die Seite jetzt überhaupt und kriegen wir noch was hin oder kommt sie nicht hin. Das ist nicht schön, ohne Zweifel richtig, aber so, der Sport auf Seite 12, Top 1 finde ich, gibt es wirklich her, dass man da wirklich was Großes zu macht. Das musste in die Zeitung rein, habe ich auch gerne gelesen. Gleiches gilt für die Fischstube am Zürchturm. Das fand ich auch einen sehr schönen Einstieg, dass man sozusagen bei Ausflugslokalen vielleicht nicht die Denkmalpflege alleine ranlassen sollte, sondern mal gucken sollte, wer eigentlich dorthin gehen möchte und wer da auch das Trinkgeld und auch sonst das Geld da lässt für das, was er dort konsumiert. Das hat mich gleich in das Stück hineingezogen, habe ich gut gefunden. Kleinigkeit auf Seite 15 oben, sowas fällt mir immer sehr oft auf bei den Nachrichtenkästchen. Hier haben wir eine mutige Frau, die drei jugendliche Roller verfolgt und wir haben 22-jährige Frauen, 28-jährige Frauen, dann wieder 22-jährige Frauen. Auch da liegt es vielleicht an meiner Müdigkeit, aber das ist, man muss also sich sehr konzentrieren, um zu verfolgen, wer jetzt eigentlich wem wann geholfen hat und wie alt dabei war. Und das finde ich dann gelegentlich etwas anstrengend. Gerne gelesen habe ich das Stück über Hollywoods unheimliche Geschäfte auf Seite 17. Finde ich wirklich ein super Stück. Elisabeth Brunson, das war jetzt nicht überraschend, dass das gut ist, das habe ich jetzt auch so erwartet, aber ich hatte da noch eine ganze Reihe von Dingen, die ich gesehen habe, die ich gar nicht wusste, wie diese Form der Kollaboration sich sozusagen sehr vorsichtig etabliert hat. Und ich fand richtig stark, das hätte ich fast noch vielleicht ein bisschen früher mir gewünscht, der Verweis darauf, dass es heute nicht ganz anders ist, wenn man auf den chinesischen Markt guckt und den Umgang der Filmindustrie damit, das fand ich einen sehr schönen aktuellen Abbinder des Stückes. Auch da haben wir wieder einen Wortinweis zur Verfügung. Wunderbar. Dann ärgere ich jetzt, aber sage ich trotzdem, die Maschine wie du und ich hätte ich größer sagen, weil ich fand die Kritik ja nicht so negativ, wie sie gestern angekündigt worden ist. In der Konferenz und fand sogar da eine ganze Menge sehr, sehr schöne Aspekte drin. Also dass zum Beispiel
die Auseinandersetzung mit der ethischen Frage, wie frei ist der Wille des Menschen, jetzt in dieser Serie ausgerechnet einer Maschine exemplifiziert wird, finde ich schon ziemlich cool. Ich habe die Serie ja, wie gesagt, schon gesehen. Ich finde sie sehr interessant und ich hätte mir gewünscht, dass wir den Hintergrund, das Interview dazu tatsächlich auf dem Blatt gehabt hätten, immer unter der Voraussetzung, dass alles normal gelaufen wäre. Aber wir bekommen halt ganz viel vor, was in dem Text eingearbeitet ist. Da hat das halt so aufgeteilt, dass er ein Stück für uns gemacht hat, wo die Interviewpassagen eingearbeitet sind und das Interview dann Wort für Wort in Online. Wir haben das gestern nochmal geführt, um das zu stellen. Ja, man hätte vielleicht dann was anderes machen können, dass man sich mal anschaut, was gibt es denn eigentlich? Also es gibt ja solche Roboter-Menschen in Japan, beispielsweise in der Kranken- und Altenpflege sind die im Einsatz und viele Beispiele, die ich jetzt persönlich interessant gefunden hätte, oder auch nochmal ein bisschen mit Fleisch zu füllen. Das Ganze ist Teil eines Schwerpunktes beim Fernsehen. Die haben reihenweise Filme über Roboter und so weiter im Augenblick. Terminator und was weiß ich, alles, was man sich vorstellen kann. Also vielleicht könnte man es auch mit dem Aspekt noch mal ein bisschen weiter drehen oder aufnehmen. Finde ich persönlich. Auch die Frage, die ethische Frage, die inzwischen in der Wissenschaft diskutiert wird, ob es eigentlich einen Mord an der Maschine gibt, wenn man den Stecker zieht. Ja. Diese Frage sehe ich nach der letzten Nacht auch nochmal anders. Aber das ist ja interessant. Ja, und dann hat er die Darmflora, deren Fokus nicht auf die Titelseite geschafft hat, zu Recht, aber auch das Stück habe ich gar nicht gelesen, ist auch ein extrem wichtiges Thema. Also auch die ganzen Wissenschaftsmagazine, die liebeorientierte Wissenschaftsmagazine machen dieses Thema sehr, sehr stark unter dem Aspekt, zweites Gehirn im Bauch, der Mensch lebt sozusagen in vielerlei Hinsicht im direkten Sinne aus dem Bauch heraus, nicht nur im übertragenen Sinne, fand ich ein gutes Thema, ein starkes Thema. Also kurzum, für das, was passiert ist, bin ich sehr froh, dass das jetzt überhaupt zu diesen 24 Seiten und 2 Bünden gereicht hat. Da ist einiges drin. Schade für die ganze Arbeit, die in den anderen beiden Bünden gesteckt hat. Das muss noch immer bleibt, aber so ist es. Das. Ja, merci. Und nochmal an der Stelle. Grosses Dankeschön an alle, bis morgen hier gesagt haben, die geschrieben haben, die wir planen, die Playout haben, die korrigiert haben. Zeitungsverträge kann man nicht danken, aber die auch die Brockerei, aber alle mit den Menschen beteiligt sind, ob das überhaupt rausgekommen sind. Es gibt sicher ein paar Sachen, die wir aufschaffen. Warum hat die eigentlich so lange reagiert, etc. Das müssen wir sich so nicht für uns machen. Super. So. Gut. Thema geworden.